So, Licht und Ton steht. Dann können wir jetzt noch mal ein bisschen über das Thema Campingplatz reden. Ich war jetzt die letzten 3 Monate hier mit dem Opel Crosscamp Full 600 unterwegs und habe da wirklich einiges gesehen. Ich war jetzt wirklich auf einigen Campingplätzen, also in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, in Deutschland. Ich war tatsächlich doch überrascht, wie gleich die meisten Campingplätze einfach sind. Also da gab es jetzt von den Ländern her gar nicht so große Unterschiede. Klar, im einen Land war vielleicht der Campingplatz einfach ein bisschen besser ausgestattet, aber an sich sind die so gleich, dass man fast nicht sagen kann, okay, ja, das ist jetzt so ein typisch deutscher Campingplatz oder das ist so ein typisch italienischer oder typisch spanischer Campingplatz. Das ist wirklich alles ziemlich gleich, bis auf Portugal. In Portugal waren die Campingplätze doch eher ein bisschen heruntergekommen. Und auch nicht so weit verbreitet wie in Spanien, muss ich sagen. Also in Spanien war gefühlt die Dichte an Campingplätzen einfach noch ein bisschen größer. Vielleicht, weil es einfach ein beliebteres Reiseziel ist. Aber genau, insgesamt in Portugal einfach ein bisschen einfacher gehalten und ein bisschen, ich sage jetzt mal, heruntergekommener. Generell zum Thema Campingplatz kann ich jetzt sagen, gebt auf jeden Fall jedem Campingplatz mal eine Chance. Also fahrt erstmal hin und guckt euch die Gegebenheiten vor Ort an, also wenn es eh auf dem Weg liegt. Weil ganz oft habe ich irgendwie in der App Park4Night so nach dem Campingplatz geguckt und dachte mir dann, boah, soll ich da jetzt überhaupt hinfahren? Das sieht irgendwie auch gar nicht so cool aus da. Und war aber dann vor Ort doch überrascht, wie cool die Atmosphäre ist. Es ist nämlich nicht nur die Gegebenheiten vor Ort irgendwie, also die Toiletten und wie es da aussieht, sondern ganz oft sind es auch einfach die Leute, die da stehen, die dann so einen Campingplatz einfach nochmal, denen einfach nochmal eine andere Atmosphäre geben. Und das merkt man, sobald du auf den Platz läufst, siehst du die Leute, du siehst die Mobile, die da stehen und ja, catcht einfach dieses Gefühl von diesem Campingplatz. Und ganz oft wurde ich da positiv überrascht, deswegen kann ich nur sagen, fahrt einfach mal hin, schaut, dass es einigermaßen auf eurer Route liegt. Blöd ist jetzt natürlich, ihr fahrt jetzt eine halbe Stunde in die eine Richtung, um diesen Campingplatz zu sehen. Dann ist der doch nichts und dann müsst ihr halt eine halbe Stunde zurück und dann wieder eine halbe Stunde in die andere Richtung. Das ist dann richtig blöd. Aber an sich, lasst euch nicht abschrecken von den Sachen in den Apps, also von den Bildern oder von den Rezensionen, sondern macht euch echt selber ein Bild, weil ganz oft, glaube ich, sind Leute, die schlechte Rezensionen für die Campingplätze schreiben, das sind auch schwierige Menschen, sagen wir es mal so. Die haben utopische Ansprüche und ich muss sagen, die Campingplätze, die mir am besten gefallen haben, das waren jetzt nicht die mit den saubersten Toiletten oder den perfekt geteerten oder Parzellen oder wie auch immer, sondern das war einfach so, weiß nicht, es hat sich irgendwie total familiär angefühlt und total warm und wurde halt richtig nett willkommen geheißen einfach. Und das sind dann doch die Spots, wo man auch gerne länger stehen bleibt. Weiter auch zum Thema stehen bleiben, kommt es natürlich auch immer darauf an, was will ich jetzt da an dem Campingplatz? Will ich da jetzt mal nur kurz eine Nacht irgendwie schlafen und schnell Grauwasser ablassen, Frischwasser nachtanken und dann geht's morgen weiter? Oder will ich da jetzt wirklich mal 2, 3, 4, 5 Nächte, eine Woche, 2 Wochen stehen bleiben und auch mal so ein bisschen die Umgebung drumherum angucken? Da entwickelt sich nämlich dann auch nochmal so eine richtig eigene Dynamik, weil ich hatte jetzt auch alles dabei. Ich war mal eine Nacht an einem Campingplatz, dann war ich mal 2, 3 Nächte an einem Campingplatz und man merkt, sobald man mal länger stehen bleibt als 1, 2 Nächte, geht es halt los. Gerade dann eben Leute, dann viele Dauercamper, die dann doch mal vorbeikommen, klopfen mal an die Tür, fragen, ja, hi, wie geht's, wo bist du denn her? Das war jetzt bestimmt auch der auffälligen Beklebung vom Van geschuldet. Aber ganz generell, man sieht sich ja auch auf den Laufwegen, wenn man auf die Toilette geht zum Geschirrspülen. Wenn du dann mal 2, 3 Tage auf einem Campingplatz stehen bleibst, dann, ja, man grüßt sich, irgendwann kommt man ins Gespräch und dann fängt es an, dass man einfach, ja, da auch ein bisschen Leute kennenlernt. Also wenn ihr mal irgendwo länger steht, lasst euch da drauf ein und ich verspreche euch, ihr werdet
coole Bekanntschaften machen, mit den ein oder anderen mal ins Gespräch kommen und ja, einfach nette Leute kennenlernen. Wenn man da mal länger steht, dann ist es, das kennt bestimmt jeder von euch, so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen Familienvibes auch. Das ist dann wie so eine Großfamilie, die auf dem, mit den Dauercampern vor allem, die auf dem Campingplatz lebt. Und mit den einen versteht man sich ganz gut, mit den anderen grüßt man sich und dann gibt es so welche, die haben ein, die gucken dann schon irgendwie mal so komisch. Da grüßt man zwar, aber irgendwie, weiß nicht, passt es auch einfach nicht so. Und ja, dann kriegt man einfach auch so auf den Laufwegen immer wieder witzige Gespräche mit, wie von hier Partei A über Partei B geredet wird, wie in so einer Familie einfach. Es ist wirklich total witzig. Auf Dauer wäre es jetzt für mich nichts, muss ich sagen. Also da jetzt wirklich 6 Monate stehen, das glaube ich, fände ich sehr anstrengend, weil du dir halt auch deine Nachbarn und deine Familie, sage ich mal, nicht aussuchen kannst. Du kannst ja auch nicht aussuchen, neben wem du stehst. Stehst du jetzt neben wem, der, weiß ich nicht, abends immer draußen sitzt mit Leuten und Lärm macht, auch ganz häufig gehabt, dass dann wirklich da halt abends dann noch laut gelacht wird, wenn man dann schlafen will, ist halt ist schwierig. Oder stehst du neben wem, der total nett ist? Da gehen jetzt die Grüße mal raus an den Eberhard, falls er das Video hier sieht. Den habe ich im Alicante noch kennengelernt auf dem Campingplatz. Ein sehr netter Mann. Haben uns dann auch ausgeholfen. Sein Kühlschrank war zum Beispiel kaputt. Dann haben wir ein Fass Bier bei mir im Kühlschrank dabei gelagert, kühl gemacht und danach zusammen vernichtet. Also ja, da kommen wirklich witzige Leute, total verschiedene Leute zusammen. Man hört andere Lebensgeschichten und ja, also wenn ihr das mal vorhabt, kann ich es wie gesagt nur empfehlen. Lasst euch drauf ein. So 2 Wochen ein Stück an einem Campingplatz ist schon, also für mein Gefühl jetzt schon lang gewesen. Man kriegt schon sehr gute Einblicke einfach in, wer da steht und man lernt schon viele Leute kennen. Und dann ist aber auch irgendwann gut, wenn man einfach mal wieder weiterfährt und ja, wieder neue Erfahrungen macht. Worüber ich sehr erstaunt war, was ich nicht gedacht hätte, ist die Auslastung der Campingplätze jetzt auch in der Nebensaison. Ich dachte eigentlich, ja, ich fahre da jetzt ganz easy peasy los und ja, wenn ich halt irgendwo schlafen will, dann fahre ich da einfach hin und hole mir einen Stellplatz, ist ja kein Problem. Aber gerade in Spanien wurde es dann schon auch zur Jahreswende relativ voll, dass man dann echt hingekommen ist und die gesagt haben, ja, Glück gehabt, wir haben jetzt gerade noch einen Platz. Also wenn man wirklich eine längere Reise plant, würde ich empfehlen, vorher schon mal so grob abzustecken, wo man lang fährt und dann da einfach mal ja, vielleicht anzurufen und zu fragen, hey, wie schaut denn bei euch die Auslastung aus? Weil es gibt wirklich viele Campingplätze, die einfach auch schon die nächsten 4 bis 6 Wochen komplett ausgebucht sind, auch im Winter. Deswegen, man findet immer wieder was, wo man auch so stehen kann, aber ich war wirklich erstaunt, wie viele doch einfach schon voll waren. Was man auch gesehen hat, dass ganz viele neue gebaut werden. Ich glaube, da hat bestimmt auch die Corona-Zeit ist dazu beigetragen, dass halt das Geschäft zum einen sehr boomt, dass viele neue Wohnmobile etc. verkauft werden und die mit den Campingplätzen jetzt erst hinterherkommen und halt jetzt auch viele neue bauen. Das war ganz cool zu sehen. Dann sollte sich die Lage eigentlich auch wieder ein bisschen entspannen, denke ich. Ja, ansonsten vielleicht noch zur Frage, was macht denn einen guten Campingplatz aus? Und das, glaube ich, kommt immer ganz auf den Camper an, auf die Einstellung. Gerade in den Rezensionen liest man ganz oft, ja, total heruntergekommene Sanitäranlagen, die Duschen total alt und die Toiletten total alt. Das finde ich persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht schlimm. Also das kann von mir aus 400 Jahre alt sein, solange das einigermaßen instand gehalten wird und halt sauber ist. Habe ich damit gar kein Problem. Also wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, die Fliese einen Sprung hat oder wie auch immer. Mai ist halt ein bisschen älter, ist okay, aber solange jetzt die Toilettenschüssel sauber ist und die Duschen geputzt werden, muss ich persönlich sagen, ist das für mich völlig fein. Man kann jetzt bei keinem Campingplatz, oder bei manchen schon, aber man sollte jetzt kein 5-Sterne-Hotel erwarten. Wer ein 5-Sterne-Hotel haben will, der soll sich ein Hotel buchen. Und genau, nicht mit dem Camper irgendwie losfahren. Und ansonsten, mei, was braucht man denn? Du brauchst ja einfach, bist froh, wenn du fließend Wasser hast und wenn die Dusche, wo du drin stehst, halt einigermaßen sauber ist. Und dann ist das auch in Ordnung. Was mir einfach viel wichtiger war, um rauszufinden, ob das ein guter Campingplatz ist,
ist das erste Gespräch mit den Leuten vor Ort. Mit der Person, die da am Counter sitzt und dich quasi eincheckt. Da merkst du sofort, okay, wie ist so diese Moral hier auf dem Campingplatz? Da hat sich für mich gleich ganz oft entschieden, ob ich mich jetzt dann über die Zeit da wohlgefühlt habe oder nicht. Also ich hatte es oft, dass dann wirklich so war, ja, hier unterschreiben, Geld und hier ist der Plan. Du stehst da unten irgendwo, viel Spaß. Das ist das eine. Das ist vor allem auf so größeren Campingplätzen, die halt so hunderte Stellplätze haben. Da ist halt schon so ein bisschen Blockabfertigung. Und da hat sich es auch einfach nicht so, weiß nicht, da hat man sich nicht so richtig wohlgefühlt, finde ich. Was aber dann wieder richtig cool war, wenn man auf so ein bisschen kleinere Campingplätze kommt, auch so ein bisschen familiärer, da wirst du begrüßt, die Leute freuen sich richtig, dass du kommst, dann halten sie dir die Schranke auf, manchmal bringen sie dich sogar noch zum Stellplatz, zeigen dir noch, wo der Strom ist, zeigen dir, wo die Toiletten sind und dann hat man einfach so ein richtig angenehmes Gefühl und weiß, okay, wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ich da hingehen und ich werde nicht irgendwie komisch angeschaut, sondern die sind richtig hilfsbereit und freuen sich halt, einem zu helfen. Und dann ist einfach der komplette Aufenthalt da ein ganz anderer. Ja, hört da einfach ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Wie gesagt, für mich war es nicht wichtig, dass die Toiletten sauber sind oder so, sondern geht hin, sprecht mit den Leuten und dann, je nachdem, wie du da schon begrüßt wirst, da merkt man dann schon ganz oft, ja, okay, wie ist es denn auf diesem Campingplatz? Preise sind natürlich auch noch ein Thema. Es gibt Campingplätze, die wirklich frech viel Geld verlangen für den Stellplatz. Also sie verlangen Geld für das Auto, also den Van oder das Wohnmobil, was du fährst, das wird an der Länge gemessen meistens. Dann, wie viele Personen dabei sind. Der Hund wird oft extra berechnet. Und dann nochmal der Strom. Strom ist auch wirklich bei manchen Stellplätzen, da muss man einfach nochmal genauer nachfragen, so teuer. Also, wenn wir in Deutschland unseren Strom teuer finden, dann ist das, was du da kriegst, eigentlich eine Frechheit. Deswegen muss man da echt nochmal gucken, brauche ich Strom, wie viel Strom brauche ich und was kostet er? Das muss man sich dann echt ganz gut nochmal überlegen. Und ja, das würde ich sagen, ist so der zweite Faktor, woran man einen guten Campingplatz erkennt. Generell war ich sehr überrascht. Mit Hunden war es gar kein Problem. Also ich hatte auf nicht einem Campingplatz ein Problem, irgendwie den Hund mitzunehmen. Klar, der kostet immer ein paar Euro extra. Aber ich habe nicht einmal ein Problem gehabt, dass er gesagt hat, nee, wir haben hier keine Hunde, wir möchten hier keine Hunde. Mal, wenn ihr euren Hund an der Leine führt und euch wirklich dementsprechend halt benehmt und natürlich die Hinterlassenschaften wegmacht, ist mit dem Hund auf Campingplätzen reisen auf lange oder für kurze Stops echt gar kein Problem. Ja, und jetzt zum Schluss würde mich natürlich noch interessieren, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Campingplatz. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Tipps auch habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare, lese ich mir gerne durch und beantworte ich. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag wieder zum nächsten Video und bis dann. Ciao, ciao!